Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen wie jeden Mittwoch gemeinsam in die kommenden 48 Stunden. Ich wünsche, dass du ein wunderschönes Weihnachtsfest gehabt hast, dass du entspannen konntest und auch die restlichen Tage in diesem Jahr noch nutzt, denn so langsam geht's ja dem Ende bzw. dem neuen Jahr zu. Teilt gerne mal, wie es dir geht, ob du es genießen kannst, ob du die Zeit nutzen kannst für Reflexion, wie ich finde, unglaublich wichtig. Und ja, tauche einfach ein in die letzten Stunden und Tage diesen Jahres. Hier gibt es die Kollektivlegung. Du weißt, es ist ja nicht für jeden, es kann wohlmöglich nicht für jeden resonieren. Bitte auf deine persönlichen Themen umlegen. Und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Solltest du persönliche Hilfe und Unterstützung benötigen, schau unten vorbei. Dort gibt es Coaching, spirituelle Begleitung, Heilsitzung und private Kartenlegungen. Und solltest du noch wissen, was im kommenden Jahr auf dich zukommt, dann schau unten vorbei. Das Jahresorakel für 2024, die Jahreslegung, noch erhältlich. Ja, ich würde sagen, wir schauen direkt rein, mit euch schon verbunden. Lasse ich mich noch ein bisschen tiefer sinken in die Energie vom Kollektiv und von den kommenden 48 Stunden. Worum geht's in den kommenden 48 Stunden? Ich höre Einweihung. Wow! Und wenn das hier für Karten? Das gibt's ja nicht. Wow, okay. Unserer Kartenrat auch noch Rat des Schicksals. Jetzt bin ich gespannt, was in den kommenden 48 Stunden kommt. Was ist denn das hier für eine göttliche Fügung jetzt schon und Führung? Denn ich sehe schon ganz viele große Arkana. Wir haben das Rat des Schicksals. Also das, was passiert, ist geführt. Soll so sein. Wir fangen an. Der Narr. Das Gericht. Der gehängt. Was habe ich gesagt? Die Einweihung, ne? Habe ich bekommen. 9 der Schwerter. Königin der Kelche. Und 4 der Schwerter. Das, was kommt, ist schicksalshaft, auch wenn du es ansehen sollst mit Bedacht. Es geht um ein klares Erkennen und ein tiefer Tauchen in dein Sein. Du darfst noch einmal in den Schmerz hinein. Wohlmöglich hängt dies zusammen mit einer Frau, ein Mutterthema. Es kann sein, dass es um die Liebe geht, um die Familie oder um die Weiblichkeit. Natürlich auch, wenn du als Mann zusiehst, kann das hier mit deiner Mutter zu tun haben, mit Ahnenthemen ebenfalls oder auch mit der Verbindung zur Mutter. Es geht darum, dass man etwas ansieht und ruhen lässt. Nicht verdrängt, ruhen lässt. Es geht darum, nicht immer wieder dort reinzugehen. Und wenn ich sage, du musst noch etwas ansehen oder noch mal in den Schmerz rein, dann hat das eher damit zu tun, dass du deinen Fokus noch einmal auf das Thema lenken darfst. Auf ein schmerzvolles Thema. Denn da ist nämlich Gewinn für dich, ein Schatz versteckt. Möglich, dass dir jemand dabei hilft, auch hier ein Hinweis auf ein Wasserzeichen, könnte eine Frau sein, eine sehr gefühlvolle, intuitive Frau, jemand, der sehr feinfühlig oder sensibel ist, möglich, dass diese Person hilft und unterstützt. Für wiederum andere sehe ich gerade, es betrifft nicht viele, jemanden im Bett liegen, vielleicht krank, erschöpft, wie auch immer, und eine Frau betritt den Raum, setzt sich hin und es geht hier schon fast um Heilenergie, es geht um liebe Worte, es geht darum, die Energie zu reinigen und zu klären, sowohl im Raum
als auch bei der Person. Es geht um Worte, um etwas zu hören. Also in den kommenden 48 Stunden ist all das, was du hörst, extrem wichtig. Denn es kann dich zu einem anderen Ort geleiten. Und das könnte ein Hinweis auf die Trance sein, das könnte ein Hinweis auf, selbst wenn du ein Lied hörst oder wenn du dir etwas anhörst, sei es ein Vortrag oder eine geführte Meditation, wie auch immer, du gelangst durch die Worte in einen anderen Bewusstseinszustand, in einen verborgenen Bereich. Dort liegt vermutlich auch, und ich sehe es hier parallel liegen, dort liegt vermutlich auch alter Schmerz, aber ebenso verborgene Schätze, die helfen zu heilen. Und es geht darum, dass du den Blickwinkel veränderst und dir nicht vornimmst, jetzt wieder in einen Schmerz reinzugehen, sondern den Schmerz nutzt, um zu, bedeutet, daraus etwas zu gewinnen. Denn mit dem Gericht und mit dem Rat des Schicksals geht es hier darum, dass zwei Dinge zusammengefügt werden dürfen. Es darf etwas zusammengefügt werden und somit etwas Altes gehen und etwas Neues kommen. Das Gericht lädt dazu ein, eingeweiht zu werden in, und das ist das nicht, wow, das ist, kriege ich gerade Gänsehaut. Also hier, das sieht ja eher dunkel aus und die Hand kommt von oben ins Dunkle rein. Er hält aber dabei. Es geht darum, dass du erkennst, du bist eingeweiht in ein verborgenes Wissen, was in dir liegt, verborgene Kräfte, verborgene Fähigkeiten. Je nach Bewusstseinsstand, je nachdem, wie du gerade auf diese Worte reagierst, zeigt dein Bewusstseinsstand. Sprich, wenn du gesagt hast, was für ein Bullshit ist das denn oder was ist das, die Augen verdreht hast, dann heißt das, dass du der Einweihung womöglich noch nicht beiwohnen darfst, dass an deinem Bewusstsein noch sehr viel gearbeitet werden darf. Solltest du in dem Bewusstseinsstand der Neutralität sein oder sogar des Freuens oder des der positiven Ehrfurcht, dann wirst du hier womöglich etwas erkennen, was dich innerlich heilt. Denn es geht hier darum, mit dem Narren in die Leichtigkeit zu kommen und einen Ass im Ärmel zu haben. Es geht darum, den Joker zu haben und aufzubrechen. Aufbruch, der vor dir liegt, Entschuldigung, du weißt immer, wenn ich gehen muss, löst sich etwas, Aufbruch, findet statt, nachdem sich etwas tief in dir gelöst hat. Du wirst begleitet von Seelenbegleitern, möglich Wesenheiten, Energien, die nicht mehr unter uns weilen. Für viele hat es eine sowieso aktuell sehr spürbar rund um Weihnachten. Die tiefe Verbindung zu jemand, der schon verstorben ist, könnte ja auch wieder auf ein Familienmitglied, die Mutter eventuell, wie auch immer, zurückführen. Jemand, der dich begleitet, das spürst du, das ist wohlwollend, das ist liebevoll. Es geht um den neuen Blick zu haben, weil das Rad sich weiter dreht. Es geht um einen Ausgleich in dir, etwas, was über Jahre im Ungleichgewicht ist, was mit deiner Leichtigkeit und Freiheit zu tun hat. Wenn du dich nicht frei fühlst im Leben, frage dich, was hält dich gefangen? Wo in deinem Körper hält es sich gefangen? Was darfst du tun? Welches Thema darfst du angucken? Woher kennst du dieses Gefühl? Welche Ereignisse in der Vergangenheit haben in dir genau dieses Gefühl ausgelöst? Ein Mensch, für viele männlich, ausschlaggebend, provozierend, aber dennoch liebevoll, anstichelnd, dennoch liebevoll, könnte es schaffen, dich so sehr aus deiner Komfortzone zu pushen, dass du Antrieb gewinnst, auch für deine anderen Themen. Es geht darum, dass du die Auszeit nutzt, die dir geschenkt wird, egal wie das bedeutet, ob du freie Tage hast, krank im Bett liegst, wie auch immer, nutze dies, um wirklich zu erlösen. Es geht darum, dich zu erheben, ein weiteres Bewusstsein zu bekommen, Mut zu bekommen und wirklich
in Liebe mit dir zu sein. Für ganz viele hat das hier mit Annahme zu tun. Liebevolle Annahme, um zu reflektieren, was du auch alles schon geleistet hast in dem letzten Jahr in deinem Leben. Es geht darum, die Zügel enger zu ziehen, den Wagen, die Zügel zu spannen, aufzusteigen und einfach loszufahren. Und das ist der Vorbote darauf, dass es schneller gehen wird. Die Zeit wird sich noch schneller anfügen. Gerade im Januar kann es sein, dass ich sehe das wie so eine Scheibe, die sich dreht ziemlich schnell und darauf eine andere Scheibe, darauf sitzt eine Kugel, daran ist eine andere Kugel, daran ist eine Sichel. Alles dreht sich. Unterschiedlich, in andere Richtungen, verwinkelt, drehend, rotierend. Es geht darum, dass du gepusht wirst. Und da musst du hier wirklich jegliche Art von Verwirrungen, Gedankenchaos, all das, wo du glaubst, das hält dich eher noch fest, loslassen. Denn da, wo du hingepusht wirst, brauchst du Klarheit, Fokus, auch eine gewisse Art von Autorität und das eher aufs authentisch sein, also das authentisch sein. Du brauchst aber auch Mit- und Feingefühl für dich, für andere. Du musst und darfst diese Auszeit jetzt. Und wenn du keine hast, dann gönn dir wirklich Stunden am Tag, wo du nichts machst, wo du fast in Trance, in Meditation gehst, wo du dich fühlst, wo du mit dir Kontakt aufnimmst, denn da liegen die Schätze. Eine Entscheidung möglich, dass diese auf dich zukommt oder du schon mittendrin bist, das wird mit dir rumgetragen. Wenn dem so ist, weißt du, dass dich das Nichtentscheiden viel Kraft und Energie kosten wird. Aber du wirst den richtigen Moment erfahren und erspüren. Und dann denkst du, es ist das richtige Timing? Letztendlich steht das Timing schon fest, höre ich. Das Schicksal hat den Punkt schon gefixt. Es geht nur darum, dass du im Vertrauen bist, denn du spürst es. Es geht um die innerliche Entscheidung zu einer Entscheidung zu Vertrauen. Denn auch wenn du dir dessen nicht bewusst bist, aber du hast diesen Ass im Ärmel. Das heißt, egal wie du dich entscheidest, es wird hier für dich in eine neue Richtung gehen. Etwas wird dadurch ausgelöst, wie eine Lawine im positiven Sinne. Diese Lawine ist aber leicht aus Federn und versprüht Mut und Hoffnung. Ich weiß, auch diese Legung ist wieder etwas poetisch vielleicht sogar, aber es wird mir genauso durchgegeben. Also nutze das. Es ist an der Zeit. Worum geht's noch? Ja, hier. Entscheidung, Kreuzung und Veränderung. Auch hier spielt Zeit eine Rolle. Mit dem Schiff haben wir natürlich die große Veränderung auf lange Sicht. Das Schiff ist kein schnelles Transportmittel, deswegen sehe ich das wie unten die Scheibe etwas anderes. Das heißt, ganz viele Dinge wie ein Zahnrad greifen ineinander. Es wird schnell zugehen aktuell, beziehungsweise ab Januar. Der Wagen rollt, es wird schneller, aber du bist dafür verantwortlich mit deiner Entscheidung, wie schnell es innerlich vorangeht, denn das hängt nämlich mit dem, was im Außen passiert, ab. Also, entscheide dich für etwas ganz klar und schau, welche Türen sich öffnen. Zwei Türen öffnen sich. Das heißt, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, öffnet sich eine weitere. Die zweite Entscheidung ist schwerwiegender. Also, so als wäre es eine größere Entscheidung. Das heißt, wenn du die erste triffst, kommt eine weitere Entscheidung. Muss nicht mit dem ersten zusammenhängen, für viele wird es aber so sein. Der Fisch bedeutet die Fülle, denn das, worauf das Schicksal, das Universum eigentlich die ganze Zeit wartet, dass du mehr in deine Fülle kommst, dass du mehr sichtbar wirst, bezogen auf dich, deine Gefühle, vielleicht auch im Außen. Es geht hier um Zusammenführungen, es geht um das Aussprechen von etwas. Es geht darum, dass du in deine Kraft kommst, in deine Stärke, dass du Selbstführung, Verantwortung übernimmst und auch zu deiner Meinung stehst.
auch zu der Entscheidung, die du triffst. Und die Routen zeigen, dass es dir nicht leicht fällt. Deswegen trägst du entweder die Entscheidung auch schon so lange mit dir rum. Du hast Angst vor möglichen Ablehnungen, du hast Angst vor möglichen Diskussionen, Rechtfertigungen. Doch wir schauen jetzt mal, was wirklich dahinter steckt, vor deiner Angst, vor der Route. Der Storch. Es ist eigentlich die versteckte Angst vor dem Gehen neuer Wege. Wege, die so neu sind und so schnell kommen können, dass sie dir fast schon Angst machen. Du hast Angst, aus deiner Sicherheit zu kommen. Du hast Angst, mit neuen Wegen automatisch, wenn man etwas Neues betritt, neue Wege. Stell dir vor, wirklich einen Dschungel. Du hast eine Machete in der Hand, du musst dich durchkämpfen und du bist ja an einem Punkt, wo du dich entscheiden musst. Du kennst beide Wege nicht und du entscheidest dich für einen und du gehst weiter, du kämpfst dich durch. In dem Moment verlässt du deine Sicherheit, weil du nicht weißt, was kommt, weil du nicht weißt, was hinter dem nächsten großen Blatt ist, weil du nicht weißt, auf was du triffst, auf welche Gefahr, aber auf welches Wunder. Also ist die versteckte Angst hier, warum du dich selbst sabotierst eigentlich, Angst davor, deine Sicherheit zu verlieren und paradoxerweise Freiheit zu gewinnen. Doch das Rad dreht sich. Es wird sowieso kommen. Du entscheidest, wie schnell. Rückblickend wirst du irgendwann sagen, hätte ich mich doch nur früher entschieden. Und ich sage dir noch etwas. Genau so, wie es jetzt ist, ist es aber auch richtig, weil es ist mit deinem Bewusstsein, mit deiner persönlichen Entwicklung gekoppelt. Schauen wir, was ist das Hauptthema noch, was uns begleitet, außer mit diesem magisch schicksalhaften geführten Weg. Mit dem Gericht, mit der Einweihung in einen verborgenen Schatz. Du wirst eingeweiht in eine Erkenntnis, eingeweiht über etwas, was dich betrifft. Was ist die Überschrift? Ah, wie ich das liebe. Ha. Nutze die Zeit zum Meditieren, Reflektieren, habe ich schon gesagt, denn Stars in the Sky, die Sterne im Himmel. Es ist so, dass wenn du dich hinsetzt, mit dir in den Kontakt gehst, mit dir in die Verbindung gehst, spürst und fühlst deine ganze Energie, dich wertschätzt, auf dein Leben blickst, dich noch mehr verbindest mit dem Kosmos, erkennst du, dass alles möglich ist und alles bereits da ist. Die 51 reduziert sich auf die 6. Die 6 ist die Liebenden. Die Liebenden hieß früher The Choice. The Choice heißt die Entscheidung. Entscheide dich. Entscheide dich für dich. Entscheide dich für dich. Versuche. Und ich höre gerade diese Entscheidung, die du jetzt im Kopf hast. Und die womöglich dahinter noch zu einer größeren Entscheidung führen wird, je nachdem, wann du dich bewegst. Dahinter stecken Themen. Versuche, dich mehr damit zu beschäftigen. Welche Themen stecken dahinter? Und für welches Thema gilt es, sich zu entscheiden? Denn es ist in der Zeit, ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu kommen für dich persönlich. Denn es wird im Jahr 2024 besonders um dich gehen, um dein authentisches Sein, um das, für was du stehst, betrifft automatisch deine Berufung, deine Gaben, deine Arbeit mit dem, was du, worüber du dich ausdrückst oder sogar definierst und den Zugang, das Ausleben von deinem authentischen Selbst. Ein Rat zum Abschluss hier bitte, ein Rat vom Universum für diese schicksalshafte, unglaubliche Legung, wo tiefes Wissen ist, ja. Mach dich nicht klein, um dich anzupassen. Stellst du dein Licht unter den Scheffel, um dazu zu gehören. Also mach die Augen auf, lebe, öffne dich, löse dich hier. Du darfst auch vertrauen und du darfst vor allen Dingen das Gefühl haben, dass du in dir selber sicher bist. Wenn du Neues betrittst,
Glaube daran, sobald du in dieser Verbindung hier bist, nach oben, bist du sicher. Es ist wirklich ein Trugschluss, dass wir denken, dass wir jemals sicher sind hier. Denn letztendlich bist du es immer. Die Schwesternschaft der Rose, Schönheit und Hingabe, Priesterin, Mystikerin, Lehrerin, was habe ich gesagt, die Einweihung. Wie in den alten, ja, zu hoher Priesterzeiten, zu den Einweihungen. Du wirst jetzt eingeweiht in ein verborgenes Wissen in Weisheit von dir selbst. Lass dich führen, lass dich navigieren. Du kannst sowieso nicht drumherum, es liegt nur an der Zeit, wann der Zeitpunkt ist, wie deine Entwicklung ist und wann dieses Wissen zu dir gelangt. Ich wünsche dir unglaubliche Schicksalshafte, ich weiß, ich sage das sehr oft im Moment, aber was soll ich sagen, es liegt ja hier, schicksalshafte, magische, erleuchtende kommende 48 Stunden. Sei lieb zu dir, verbinde dich mit dir und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Genieße die letzten Tage diesen Jahres, nutze sie, um Entscheidungen zu treffen, dich besser kennenzulernen, mehr ins Vertrauen zu gehen. Ich freue mich, wenn du magst, auf Freitag, die News zum Wochenende. Ich freue mich auf das kommende Jahr mit jedem, der weiterhin mit dabei ist. Vielen Dank für dein Sein. Vielen Dank für dein Licht. Vielen Dank für dein Vertrauen. Dafür, dass du mir zuhörst, für jeden Kommentar liebevoll gemeint, für jedes Mal, wenn dieses Video oder ein Video von mir geteilt wird und auch für jede Wertschätzung via PayPal zur Erhaltung des Kanals. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Du weißt, ich verbinde mich mit jedem, schicke eine riesengroße Dankesenergie zurück. Also, sein Vertrauen, denk dran. Aktuell wirst du dahin geführt, wo du hin sollst. Alles Liebe für dich und bis ganz, ganz bald, wenn du magst. Mach's gut.